kurz warten. Da hole ich mir mal was Süßes. Ich komme sofort wieder. Hier gute Känguru-Chips. Ah, ich war durch. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. War klar, dass es in dem Moment lädt, wo ich meine Chips geholt habe, ey. Mobbing. Einfach Mobbing, sage ich euch. Nee, lol, das war da oben. Ach, du Scheiße. Das war hier oben. Na gut, komm. Wir speeden da jetzt hoch. Ganz, ganz schnell. Speeden wir dahin, rotten da oben nochmal das Dorf aus, nehmen uns die eine mit. Die snackt sich gleich stark wieder. Gab's nicht noch ein Dorf hier? Hier irgendwie, ne? Oder? Schießt zwei schon im Kopf? Jetzt bin ich unsicher, war da noch ein Dorf? Nee, nichts abbauen. Jetzt andere Probleme hier in der Gegend, ey. Na gut, es hat aber lange durchgehalten, bis es mal jetzt einen Absturz wieder gab. Wir hatten das lange keinen. Ja, seit 4 Stunden gab es. Das erste seit 4 Stunden. Na, ist okay. Das ist einfach schon schlimmer, wenn wir in der Nähe der Stadt waren, hatten wir das ja öfters. Boah, ich hab neue Chips gefunden, ne? Also, so zum, ne? Also in der Realität. Die sind so ultra lecker. Kennt ihr von Pringles diese Cheese Onion, Käse, Zwiebel? Alter, das sind so lecker. Die sind so unnormal lecker, kann ich nur sagen. Ja, das war das da vorne. So. Machen das Dorf hier weg. Und dann geht's nach Hause. Also, mit einem kleinen Umweg, aber nach Hause. Und das nächste Mal ziehen wir dann hier, wenn wir mit der Armee hier hochziehen, im selben Atemzug mit einer kleinen Karawane hier hoch, die ist dann, oh, scheiße. Oh, lol. Oh, ich bin im Dorf. Lol, das ist das Dorf, das habe ich gar nicht mitbekommen. Scheiße. Scheiße, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hier liegt Hosi. Perfekt. Nee, hä? Das ist ein anderer. Das ist ein anderer. Scrunch. Komm mal hier. Heb mal Hosi auf, bitte. Das ist eine andere Hose. Nope, nope. Nö. Nö, nö. Hieß, glaube ich, auch anders, ne? Ich habe das nicht für voll genommen, ne? Dass das schon das Dorf ist. Auch keine Hose. Wo liegt denn hier überall jemand? Hier liegt jemand. Kein Kopfgeld. Puh, eher gut, ne? Erste Hilfe, bitte. Wundert mich, dass er kein Kopfgeld hat. Wo
Ich sehe nirgendwo noch mal so Klamotten gut rumliegen. Gut, die gehen jetzt alle drauf, Stück für Stück. Ah, vor uns, den wir da aufgehoben hatten, die hatte doch auch 10.000er Kopfgeld, oder nicht? Das war das Village, ich habe das nicht mehr vollgenommen, dass das schon das Village ist. Ah, wir kommen da jetzt noch angedackelt. Ah, die kommen da angerannt, weil die Toten haben wollen. Ach lol. Cannibals 2, 3, 1 wurde ausgelöscht. Das sind bestimmt die, oder? Ach, lass den Kleinen doch wegrennen. Oh, der gehört zur Meatlords-Horde. Meatlord haben wir aber, ne? Den haben wir. Bleib mal passiv, bitte, jetzt. Oh Gott, der Quatsch, ey. Also den Typen mit dem Namen wie die anderen, das haben wir. Ja gut, dann war es der vielleicht. Chef von dem ganzen Laden hier. Speichern wir das, dass wir den haben. Jo. Und jetzt in die Richtung. Let's go. Tschüss. Da kommt noch einer, will noch einer was. Yo, einer will noch was. Einer will Stress, der will auch Stress. Wie ist es am besten lang? Hier runter so ein bisschen und dann in der Kurve hier rum. Wobei dieser zweiten Staffel dann aber irgendwann mal, ne? Das wird als Tipp. Ich gebe einen Tipp. Und was dann da so der Hintergrund sein wird. Es wird nicht einfach nur so ein Durchlauf wie das jetzt. Haben wir ja jetzt, machen wir ja jetzt gerade. Es wird, oh, was ist das für ein Turm da hinten? Das ist hier Endin, ist das. Es hat mit etwas zu tun, was ich liebe. Das ist der Tipp. So, einmal hier runter. Ja, einfach jetzt in die Richtung weiter. Da hinten zu den Bergen. Rechts vorbei. Nee, das sind die Berge, wo wir hoch müssen sogar. Wir müssen da links rein und dann da hoch. Alles klar. So. Dum, 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 dum. Hier bitte zu Hause durchgucken, ob es hier allen gut geht, ob hier irgendjemand im Koma liegt, wegen... Wieso? Muss ich das jetzt verstehen, warum er da liegt? Ach so, scheiße, weil die... Ach ja, ich habe neu geladen. Zu. Legen wir einfach mit ins Bett.
ist das Krankenhaus, so, kann sich ausruhen. Fertig. Okay, da kommt ein Hundi gehopselt. In die Richtung müssen wir. Let's go. Zum Speichern, ey. Ich muss öfter speichern. Stadtumbau, oh Gott. Hier hoch. Genau, jetzt holen wir unsere Leute und dann verziehen wir uns. Dann gehen wir über die Schickstadt. Oh, da ist ein Banditen. Banditen. Bast. Nee, Kannibalen. Angriff, Freunde. Ihr dürft nicht passiv, nicht halten. Let's go. Drängt sie zurück. Ich glaube, da gab es schon ein paar Verletzte. Es waren ja schon ein paar Zahlen, ne? Aber down ist, glaube ich, niemand. Bei denen halt irgendwas Besonderes dabei ist, ne? Das weiß ich halt nicht. Kann denn bei den Trupps, die so durch die Gegend ziehen, auch jemand Besonderes dabei sein? Müsste ich die alle durchgucken? Oder gibt's das bei den Kannibalen gar nicht so, dass es da besondere Dinge gibt, sag ich mal? Ohne Farmruine entdeckt. Oh, hier ist richtig dichter Wald. Oh, ist hier schön. Gucken, haben wir alle? Ja. Na, okay, hier war meine Farm. Ach, cool gemacht, einfach so eine kleine Farmruine. Hat was. Können wir denn irgendwie direkt hier hoch? Ja, können wir. Hey, war da was drin? Da wohnt doch gar niemand. Also kein Feuer oder so. Amokranz. Okay. Wieder so in heimischen Gefilden. Also im Gebiet von Freunden, so halb-halb. Wie die Kollegen immer da drüben drinnen hocken, ey. So, ich gönne mir jetzt mal ein paar Chubbies. Oder warte mal. Die hier hebe ich mir ganz kurz noch auf. Koste ich nochmal die hier, die waren so lecker. Oh, das war jetzt echt knapp. Wen hat es denn jetzt gerade so hart erwischt, bitte? Ja, okay, ist verständlich. Du trickst ihn, Trainer, du trickst Chirp. Oh, die hat's von den. Das waren die Kannibalen gerade, ne? Die hat's einfach richtig erwischt gerade, ey. Aber weil die ja wieder abseits gelaufen sind, mein Gott, ihr sollt zusammenbleiben, wenn ihr lauft.
Gott, ey. Die landen aber auch nicht draus, ne? Oh, scheiße, Wölfe. Hunde. Der nächste. Oh, wieder Hunde. Alter. Leute. Wo kommt ihr denn die ganze Zeit her? Die nächsten Hunde. Okay. Wer ist das? Ach, hungrige Dudes wieder. Ach Gott. Ach Gottchen, ach Gottchen. Oh, wir sind hier. Na kommt. Kommt, traut euch, traut euch, traut euch, traut euch. So. Und da hoch, aber ganz schnell. Holen wir unsere Leute. Dann verziehen wir uns hier aber ganz schnell wieder. Ist richtig, ne? Ja, ist richtig. So, niemanden zurücklassen. Das wäre nicht so geil. Jetzt sind wir wieder komplett vereint. Tada, wieder alle vereint. Oh, Truppen wieder voll. Sehr schön. Okay, das können wir auch speichern. Das ist auch gut. Wie ziehen wir jetzt am besten? Ja, direkt denselben Weg zurück, oder? Ich weiß nicht, ob ich in Faulzahn was abgeben kann. Also ich denke, ins Deck kann ich's. Komm. Ach so, stopp mal. Ich hätte die gerne wieder. Warte mal. Liberan. Also, wo ist meiner? Wo ist... Scheiße. Okay, keine Ahnung, wer wem gehörte. Backst du den anderen, ne? Genau. Bex, hast du den jetzt oder hast du den jetzt nicht genommen? Doch, du hast den genommen. Genau. Der Gullen. Okay. Und dann würde ich sagen, Speedenbock. Ob wir die da rausholen sollen? Weißen Söldner, die kriegen das auch hin, oder? Ich meine, ich weiß nicht, warum die überhaupt da drin hocken, wenn ich ehrlich bin. Ich bin schon lange raus da gekommen. Piep, mach keinen Quatsch, komm mit. Oh oh. Ah, das sind Freunde. Das sind die Plunderheim-Ninjas. Kann ich mit ihm reden? Ey, Freunde, ey, ey. Ich habe eine Nachricht von Moll. Direkt in den Wolfsbau, hm? Na gut. Okay. Gut. Die helfen uns jetzt. Einfach nur so. Weil es, weil wir es können. Nur für den Fall der Fälle, dass wir attackiert werden, dann können die nämlich das machen. Moll, Moll hieß er. Aber wo ist sie?
In der Hauptstadt ist sie nicht. Im Plünderheim ist sie nicht. Die rennen dahin und attackieren. Okay. Okay, die machen das da echt weg. Komm, Hunde. Wo immer die jetzt schon wieder herkommen. Die waren halt überhaupt nicht hilfreich in dem Krieg eigentlich. So gar nicht, gar nicht. So, ich mach da mal einen Chippy. Okay, seid nicht feindlich, gut. Kommt jetzt wieder? So, Freunde. Ja, ich guck mal, wie wir die ins Deck abgeben können. Da gibt es ja jetzt auch so ein Chefgebäude quasi. Ich weiß nicht, ob wir die da abgeben können. Müssen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir nach Squin. Ansonsten müssen wir nach Squin. Aber hoffen wir mal, dass das ins Deck auch geht. Also im Blisterhügel geht's nicht. Komischerweise. Ehre seid ihr, Kali. Danke. Jetzt habt ihr Bock mitzukommen? Folgt mir, ich kann sie nicht schwerer gebrauchen. Ehre, ich lebe, um den Kampf zu zeigen. Jo, finde ich gut. Das hört man doch gerne. Let's go, Freunde. Kommt ihr? So. Wir können die Inquisitor natürlich auch bekehren, ne? Können wir auch machen. Seid ihr doof? Ja, alles klar. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Jetzt kam... hä? Ach so, das waren die. Ob ich nicht, wo ich die mitgenommen habe, weil irgendwie sind meine Leute gerade einfach von der Brücke gefallen. Alle leicht retarded und von der Brücke gefallen. Es passiert nun einmal. Rennt, Freunde. Rennt. Was sind das? Achso, das sind die Raptoren. Da sind nur kleine Raptornis. Die tun nichts. Hier ist ein Zelt. Ein kaputtes Zelt. Es ist irgendwie komisch, dass im Blisterhügel jetzt nichts mehr ist, um Leute abzugeben. Das ist irgendwie weird. Sehe ich es nur nicht? Ist doch noch irgendwo was und ich sehe es einfach nicht. Hm. Keine Ahnung. Na gut. Oh ja, hört schon gekloppt. Schön. Wir rennen einfach weiter. Uns juckt's nicht. Der eine wieder uns die ganze Zeit verfolgt. Junge, wir halten gleich mal an. Ihr könnt. Jetzt kommt dran. Jetzt kommt dran. Hm, so schnell geht's, nämlich zu Ende. Ich guck mal, ins Deck müsste es doch auch gehen. Hoffe ich. Ich überlege gerade, oder wollen wir die Inquisition rekrutieren? Wäre auch schon geil, ne? Aber was will ich mit den Inquisitoren, ganz ehrlich? Die sollen für ihre Verbrechen büßen und gut. Rekrutieren wäre ja noch was Gutes für sie. Nee, das machen wir nicht. Kann ich die Statue eigentlich mal umtreten oder so? Das wäre auch ganz gut. Da hinten kommen irgendwo unsere Kollegen.
So, wir sind gleich ins Deck. Mal gucken, wir sind wieder in heimischen Gefilden. Immerhin. Oh nein, Wölfe. Ja. Alles voller Wölfe. Ich sehe schon. Wo kommen die jetzt her? Irgendwo war doch ein Bau. Die Wölfe haben jetzt irgendwas hier gefressen. Scheckkrieger. Ist bewusstlos. Mein Bruder macht mir erste Hilfe beim Scheckkrieger. So. Wölfe wurden getötet. Scheckkrieger steht wieder auf. Wir haben uns gut geholfen. Sehr schön. Hier vorne, ne? Genau. Let's go. Kommen die anderen noch, oder? Ach, die sind schon wieder da, okay. Puh. Ich hoffe, wir können die Hügel abgeben. Das wäre sehr gut. Da hinten ist dann das Zentrum. Achso, das ist ein Handler, kleines Karawane. Ich dachte schon. Ich wollte mich echt schon gerade sammeln. So. So, die nächsten Scheckkrieger. Möchtet auch ihr mir folgen? Ich kann das nicht tun, unbesiegbarer im Kampf geborener, die Pflicht ruft. Ist okay, ist nicht schlimm, ich nehme es euch nicht übel, bin nur enttäuscht. Let's go. Hier sind die. Ach, Berserker. Vielleicht stehe ich ja mit den Berserkern, die sind mir nicht mehr rot gegenüber. Vielleicht, weil ich den einen Typen gerettet habe. Eure Leute da draußen brauchen übrigens Hilfe, ne? Falls ihr da mal rausrennen wollt oder so. Ich weiß ja nicht. So, stopp. Okay, jetzt gucke ich mal. Guck mal, hier ist doch so ein Symbol. Hi, Freunde. Sagt mal, ich hab da was. Ich wollte was abgeben. Hier, 100 Hüter. Kann ich den Typen bei dir abgeben? Schön, dich wiederzusehen, unbesiegbarer Kampfgeborener. Ich hatte so schlecht gebrochen, kannst du mir helfen? Schaut den Körper auf deinen Schultern an. Du bist eine Belohnung? Ja. Bitteschön. Wo tust du denn hinschaffen eigentlich? Wir haben noch mehr. Wir hätten noch mehr übrigens. Ah, in den Turm. Schafft er den. Bex, renn leider mal nachher, du hast einen anderen Typen. Ja, bitte. Rennen da hoch oder was? wer hatte denn... Hatte Zock den? Den Dicken? Ja. Zock hatte den... Alter, diese Hände. Den Fleischlord. Zock, Rainer. Ach, hier hinten. Ah, hier unten. So, zock. Fleischlord klingt auch sogar. Ja, klingt auch. Ja, bitteschön. Wie riesig der einfach ist. Also, wie komisch proportioniert er ist. So. Die Sache ist, wir bräuchten halt Essen, ne? Warte mal. Hier ist bestimmt irgendwo was zu futtern.
Nee, Travelers Rest will ich nicht. Kampfzeugs. Die Bar. Gibt's nicht da irgendwo Klamotten? Handel? Dann gehe ich in die Bar. Okay. Dann alle einmal hier rüber. Und so, du gehst lieber. Du musst alles an Essen, was da drin ist. Gut, dann haben wir wieder einige Typen abgegeben. Dann sollte sich ja das Bild jetzt, also von den Inquisitoren her, wieder verändern. Den Inquisitor haben wir abgegeben. Und den Inquisitor haben wir abgegeben. Dann sollte sich jetzt wieder einiges verändern eigentlich. Da nicht noch das andere Kannibalen schon. Ja, die anderen Kannibalen sind bei der Heiligen Nation abzugeben oder beim Vereinten Königreich Gedöns. Nicht dein Ernst, ey. Komm. Ich will. Nee, komm. Hier, ja, kannst du wieder haben. Das ist ja ein Dreck. Das ist doch genauso Dreck, Junge. Ich will. Okay, Saru, rennen wir hier ganz kurz raus. Ja. Okay, kannst du wieder reinrennen. Was ist das denn, Junge? Ich will. Manches deckt's und manches deckt's nicht. Das verstehe ich nicht, woran es das festmacht. Was decke ich jetzt und was nicht? Das auch nicht. Das ist. Okay, einmal da rausrennen. Est, 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 est. So, sag mal. Die hatten schon alle richtig krassen Kohldampf. Das geht auf einmal zu denken. Das geht. Warum? Woran machst du das für? Ich will es nicht wissen. Das liegt am Wert der Gegenstände. Was hat das mit dem Wert der Gegenstände, ob ich es decken kann? Und wenn ich den ganzen Batzen von 20 Stück kaufe, dann kaufe ich den ganzen Batzen von 20. Gut, vielleicht außerdem vielleicht verkaufen oder so, I don't know. Der Nährwert, ja, okay. Oh, das ist auch leer. Okay, oh. Messer, du musst auch rein. Ganz schnell. Du kaufst den ganzen Rest drauf. Wie viel hat uns denn diese Expedition jetzt gekostet? Circa 100.000. Das geht ja eigentlich voll klar. Oh, das Brot oben habe ich ganz gar nicht gesehen. Davon kurz raus. Alle am Essen. Ist halt ein bisschen Bellingsing. Na. Stopp, stopp. In der Phase, wo ich bin, ist Bellingsing eh für den Arsch. So. Brot. Brot ist gut. Esst, Freunde, esst. Okay. Wir sind wieder zu Hause. Ich würde sagen, ich würde dann offscreen schon mal nach Hause laufen. Denke ich mal. Was? Taschenkontrolle? Wer bei mir? Bei mir? Bezweifle ich. Ich würde dann. Dein Game ist eh nicht mehr gebalanced mit deinen Sachen. Hallo 218. 218. Ich würde dann offscreen nach Hause laufen. Also ohne Stream. Oh, es ist so hart warm. Ich überlege gerade. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal aufhören. Ich würde jetzt nicht noch Scum spielen. Ich würde Scum noch spielen, aber jetzt für mich noch ein bisschen. Morgen, Freunde. Morgen wird ein langer Abend. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir machen morgen. Ja, Phasmo, in die Nacht hinein. Sehr lang, wahrscheinlich. Erstmal ein bisschen Borderlands. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei Phasmo dabei. Ich habe da echt Bock drauf. Sind sehr lustig, glaube ich. Wir leveln wieder hoch. Es wurde alles resettet. Kein, also Level 0 wieder. Es gibt jetzt ein richtiges Progression-System und alles drum und dran. Also, Phasmo hat jetzt echt das mega, mega, mega Update bekommen, auf was endlich alle gewartet haben. Und das, da will ich will so reinsuchten. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann würde ich aber sagen, wünsche ich euch allen noch einen wundervollen Abend.
Und ich hoffe, wir hören und sehen, weil ich jetzt rausgetappt bin, geht meine Kamera jetzt sonst wohin, alles klar. Ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen Abend. Ab 16 Uhr geht's circa los mit Borderlands und ab 22 Uhr ist dann Phasmo. Also, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Abend und dann hören und sehen wir uns hoffentlich morgen Abend in alter Frische wieder. Wird ein langer Abend, stellt euch drauf ein. Ich habe Pizza, ich habe Energy, ich habe Chips, ich habe Gummibärchen, ich habe alles. Oh, es wird so gut morgen. Also, bis morgen. Tschüss.